Ja. Ach so, ist das keiner was. Wir hatten ja noch nicht wirklich abgeklärt. Ich habe auch noch nicht die Aufnahme gedrückt. Ich hab schon an. Okay. Ich nicht, ich nehme gerade nicht auf. Ich will einfach ein bisschen spielen. Boah. Jetzt habe ich es nicht drauf, Mann. Okay, gut, dann hallo und herzlich willkommen zurück zu Live in the Woods. Mit am Start der Markus, der oh yeah. C-Spins. Und die Micha. Und die Micha. Ja, der ist mir immer... Das verwirrt dich, ne? ja. Ich habe eine Stelle gefunden, wo wir hinbauen. Zuerst habe ich gedacht, ich baue hier hin, aber da gefällt mir hier die Umgebung hier noch nicht. Deswegen, wir werden uns hier drüben dahin verpflanzen. Hier unten Häusel bauen oder da oben. Und dann, oder da unten ein kleines Feld, da oben ein Häusel und da unten ein kleines Feld oder so. Mal gucken. Ja, da wird gebaut. Super. Ja, ich bin gespannt. Ach so, hast du jetzt noch gar keine Aufnahme gedrückt? Doch. Nee, ich nehme jetzt mal nicht mit auf. Ach so. Es ist weltexklusiv nur bei dir zu sehen. Boah, Wahnsinn. Das sieht ja eklig aus. Was soll das wieder heißen? Aus. Boah, Markus, ey. Warte mal. Boah, der kotzt mir gerade auf den Balkon. Der hat echt hingekotzt. Verdammt, das sieht man jetzt nicht einmal. Ich glaube, ich muss doch aufnehmen. Ja, ist voll ungewohnt. Entschuldigung, ja? Voll den Bergsteiger hier. Voll, oh, oder ein Bergfaller. So. Ja, ich werde hier mal außerhalb der Aufnahme ein bisschen das Dach weiterbauen. Ja. Ich glaube, das gefällt mir gerade nicht, was du da hinbaust. Was? Komischen Blöcken hier an den Garten, an den Zaun, obwohl... Das war komisch mit der weißen Wand, dass da die Zaundinger einfach reingegangen sind. Ist so viel besser. Nach Hause gehen, ja. Okay, jetzt müssen wir einfach da hochkommen. Mach mal hier TNT mal weg hier. Vielleicht ist das doch keine so tolle Idee gewesen, da oben hin bauen zu wollen. Kann mal bitte einer Chris, ich kann ja außerdem... Du musst ja mal so sagen, Chris, ich könnte mal richtig fies werden auch. Wieso? Was denn? Erzähl, Markus. TNT ist ja langweilig. Das hier ist eigentlich die ultimative Waffe in dem Spiel. Ah, na. Weg damit. Freundchen. Und jetzt, Chris, Masterfrage, was ist die geilste Waffe in Attack of the B-Team? Das Donnerschwert. Ja, es ist nicht schlecht, wobei der Donnerpfeil, also diese Donnerlanze ist noch ein bisschen cooler. Aber nee, also ich finde die Magma Flops die coolsten. Diese komischen Kugeln, die du da verschossen hast immer. Ja, und die Kugeln, die breiten sich ja dann zu so einem Magma-Teppich aus. Ja. Da hast du schon einiges unter Lava gesetzt. So, vor allem ist er denn? Überhaupt nicht geleckt. Nein. Oder weißt du noch, wo wir die Atombomben gezündet haben? Da war dann auf einen Schlag der ganze Server im Arsch. Oh, wir haben den Server zweimal neu gestartet, da konnte man die Aufnahme auch vergessen. Super. Onkel, du überlegst? Ich komme nicht hoch. Wie, du kommst nicht hoch? Ich komme da nicht hoch. Wohin willst du? Hier oben auf den Berg drauf. Da oben will ich anfangen zu bauen, aber ich komme da nicht hoch. Wo der Markus ist oder wo ich dir gezeigt habe? Ich weiß nicht mehr, wo Alter, du mir gezeigt hast. Okay. Keine Ahnung. Okay, dann baue ich woanders hin, dann suche ich mir eine andere Stelle. Pö. Alter, streit mich schon nicht rum. Ach ja, das Suchen nach der Stelle ist immer so eine Sache. Ich habe schon ein ganzes Stück jetzt ohne Aufnahme gesucht und jetzt fange ich wieder an. Krasser Scheiße, ohne Witz. Buh! Da. Ah, ich bin abgestürzt. Da hoch wollte ich eigentlich. Aber ich komme nicht mehr hoch. Da, ja doch, geh mal einfach hier um den Berg rum. Komm mal mit. Ganz einfach. Ah, Chris, dafür lässt das Innenleben ja sehr zu wünschen über bei deinem Haus, ne? Kommt noch. Was? Geh doch mal unten rein. Ja, unten ist top. Da kann man nichts sagen. Ja, es kommt ja alles noch. Ich meine, das wird noch eine riesen Action werden. Ja. Aber wie geil! Der rendert das gerade, also ich sehe den Abstieg in meinen unteren Bereich. Dann, wenn du hier rauf gehst, kommst du wieder rauf.
Oh, das muss ich mal kurz mit dem Screenshot machen hier. Das sieht ja geil aus. Ja, hier rauf. Ach, hier sind wir durchgerannt. Ja, nee, das ist ja dann der falsche Berg. Das ist ja dann bei Markus. Ja, ja, da wolltest du gerade hoch. Ja, hab ich dir dahin gezeigt? Ja. Deswegen habe ich dir... Aber du kannst ja hier eine Brücke rüberbauen, pass auf. Wenn jetzt na, ich will euch aber auch hier nicht in eure Sachen reinbauen, das ist mein Problem. Wieso? Nein, du baust doch nirgendwo rein. Du kannst auch hier mitten reinbauen, wenn du willst. Wie gesagt, es gibt keine Gesetze und Regeln. Ja, nee, das ist mir schon klar, aber ich möchte ja auch irgendwie nicht so eure... Jetzt stell dir mal vor, ich baue jetzt so einen Holzklotz mitten in Binas Hof. Verstehst du? Das sieht scheiße. Deswegen, ich will schon ein bisschen... So, nicht, haben. Wenn du jetzt rüber gehst... Deswegen sag ich ja, eine Brücke rüberbauen. Dann kommst du von dem Weg, wo wir jetzt gegangen jetzt sind. Ja, genau, jetzt sind wir auf dem falschen Berg. So, genau, und jetzt baust du einfach hier eine Brücke rüber. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Okay, hier geht's ziemlich weit runter. Eine Brücke. Chris, ich habe auch so ein neues Monsterprojekt gerade, das wird lustig. Aufgefallen, dass ich das neue habe. Toll. Das woo. War schon. Warte mal, woo. Ja, die Brücke muss ich dann später noch ausbauen, ist klar. So, jetzt kannst du richtig gut weiterbauen. Stopp. So. Genau. Du bist so ein Arsch. Gut, dass es jetzt erst auffällt. Gut, nee, dann baue ich. Ich kann mich ja nicht entscheiden. Das ist irgendwie komisch. Nee, das ist ja, weil da muss ich ja ständig noch so einen übelsten Weg laufen. Ich gehe wieder runter und baue hier unten irgendwo hin. Ach Mann, oh ey, das ist doof. Ach Mann, nee. Ja, aber ich glaube, das geht fast jeden Minecraft-Spieler so, die sich nicht so richtig entscheiden können, wo sie bauen wollen. Aber was heißt entscheiden? Eine schöne Stelle halt finden. Ja, oder, das stimmt allerdings. Und hier ist halt alles... viele schöne Stellen. Ja, aber da gibt es halt wieder solche Stellen, die ich auch nicht unbedingt kaputt machen möchte. Tja. Also. Irgendeine musste kaputt machen. Das war jetzt gemein eigentlich. Man macht doch die Stellen nicht kaputt, wenn man was hinbaut. Man macht sie doch schöner. Kommt drauf an, ob ich jetzt Markus heiße oder. Ja, also ich mach gut. Das immer schöner. Nee, Quatsch. Du könntest ja beim Kratzwurst und beim... Das Ding ist ja, mein Problem ist halt auch die ganze Zeit, dass ich hier, wenn ich jetzt hier sage, ja, die Stelle gefällt mir, wo kriege ich Materialien her? Weil... Sammeln. Ja. Das Ding heißt Game Mode, das ist Game alles her. Mode. Ach ja, hör doch auf mit Game Mode. Komm auf die dunkle Seite der Bar. Ah, wir haben Kekse. Kekse. Boah, seid ihr gemein. Ich habe am Anfang auch alles gesammelt. Also ich bin jetzt auch nur so gemein. Was heißt denn am Anfang? Ne? Du weißt. Naja, so im Moment ich spiele das Spiel schon jahrelang, aber ich... Echt? Ja klar. Okay. Also gut, nachdem ich ja mit der Bina hier das Megaprojekt angefangen habe, da könntest du natürlich auch ohne spielen, aber es ist echt. Aber es gibt halt, durch das Life in the Woods ist halt viel neu, das muss man erstmal wieder. Also das Minecraft kam raus, da habe ich eigentlich angefangen damit zu zocken. War jetzt mal dieser Alpha. Naja. Cool. Richtiges Alpha-Tier. Und das ist wie viele Jahre her? Boah. Da musst du eigentlich nur auf Gronkh seine erste Folge gucken. Ich glaube, das war nämlich die Insel ist auch geil. Ja, da gab es noch die Alpha-Bäume. Die waren cool. Kennst du die auch noch, Onkel? Keine Ahnung. Du bist so ein Gronkh-Fanatiker. Ja, natürlich. Die Alpha-Bäume waren ganz am Anfang von Minecraft. Da hast du einen Baum gepflanzt. Und der hatte jeden Laub, also der hatte irgendwie Eichenlaub und so weiter. Genau, ja, kenne ich noch. Und Gronkh hat ja sein Alphasien gebaut.
Okay. Hast du jetzt eine Stelle? Ich kann auch nicht alles haben. Nein, weil ich habe die ganze Zeit auch mit drauf geachtet, um so ein bisschen so einen Anblick zu euren Gebäuden zu haben. Weißt du, gerade auf, dass ich auf, ich wollte mich oben hinbauen, dass ich auf den Balkon gehen kann und kann dann oben unten aufs Schloss gucken. Aber ja, ich komme, wie gesagt, auf den Berg nicht drauf und es ist mir auch dann viel zu umständlich, da jedes Mal runter zu gehen und dann wieder hoch zu gehen. Deswegen baue ich jetzt mal unten irgendwo hin. Aber man kann Aufzug bauen? Also, nee. Naja, also, hätte es sein können, weiß ich ja nicht. Hier ist ja genug Platz. Und man kann dann zumindest, können wir dann von oben auf dich runterspucken. Dann lacht sie. Entschuldigung. Da hinten kommt der Herbstwald. Herbstwald? Du erinnerst dich? Der Herbstwald, ja? Herzelein. Du musst nicht traurig sein. Boah. Schuld war doch nur der Wein. Cedis, wo rennst du hin? Wo bist du denn? Besser er rennt, als dass er singt. Wo rennst du denn hin, Cedis? Cedis, wo rennst du hin? Warum bleibst du jetzt stehen? Cedis. Cedis. Was ist los? Oh, jetzt hab ich dich aus Versehen geschlagen, Cedis. Cedis, warum rennst du weg? Nein, bleib stehen. Bleib stehen. Ach, guck mal, jetzt hat er sich verwandelt, der Cedis. Geh weg. Cedis, was ist los? Warum stehst du hier rum? Oink, oink, oink. Aua, aua, aua. Geh weg. Okay. Cedis, das Schwein. Boah. Das ist ja jetzt auch fies, ne? Warum? Oh. Ich stehe doch hier vor einem Schwein und habe gesagt, das wäre Cedis. Also Cedis, das Schwein. Voll also richtig. Das hat doch nichts mit bösartig zu tun. Das ist nun mal ein Schwein, was da vor mir steht und jetzt kommt da gerade ein Creeper. Okay, aber irgendwie ist das hier sehr interessant. Ich glaube, ich habe es mit den Blumen total übertrieben. Mit was? Mit den Blumen total übertrieben. Okay. Au! Okay. Auch eine sehr schlechte Idee, hier hinzugehen. Oh Mann, jetzt habe ich gerade gedacht, das ist es da. Würde ich gerne, da habe ich gleich einen Höhleneingang unten und Alter, bin ich jetzt erschrocken. Der ist genau vor mir gespawnt, dass du das mitbekommen. Oh. Hast du es gesehen? Der ist genau vor. Ah! Das machst doch du, du Drecksack! Boah, Alter. Da versäumt mir ja gerade den Landstrich, den ich einnehmen will. Die verschwinden schon gleich wieder. Du bist so gemein. Ich fand schon so geil, wie du sagst so, das ist keine gute Idee hier. Und da habe ich schon 10 von den Skeletten hingestellt. Ach, die hast du da hingestellt? Ach so. Na, da, ey. Ich dachte, die kommen da jetzt in Sausenbraus raus. Und Sausenbraus raus, Alter. Na super, wie kriege ich denn die Scheißviecher jetzt wieder los? Warte mal, ich mach's weg. Boah, so ein Drecksack, ey. Zuerst der Creeper. Wieso sterben die nicht? Au. Boah, ich muss nur kurz ausholen. Ich hab einen Grafikbug, das ist nicht schön. Au. Da. So. Ah, okay. Spaß. Also ich werde mich hier irgendwo einnisten. Oh, da ist ein Beehive. Was? Ein Beehive. Ein Bienenstock. Ein Imker. Onkel Imker. Genau. Hey, du bist die krasse Imker da unten. Die krasse Imker da unten, wo wir immer gehen runter, wenn wir Honig brauchen. Und ansonsten bist du unten. Oh, Alter. Oh. Was? Das war Mano, da war schon wieder ein scheiß Skelett. Boah. Oh, hier rennen sogar Pferde rum. Du hast dir eine schöne Stelle rausgesucht, Onkel. Ja, ich bin immer noch am Überlegen. Ach, Manu. Aha, der Markus fängt schon wieder das Lecken an. Okay, ich würde sagen. Oh. Ich glaube, ich komme dann auch mal und gucke mir im Onkel seine Stelle an. Ja, ah, Cedis. Noch mehr Skelette. Cedis, der
bin da. So, erstens. Toll. So, ist halt außerdem ein bisschen erstmal alles wegmachen, mit Daim-Stücke drin, von Daim. Das klingt irgendwie ekelhaft, wenn du das sagst. Daim-Stücke. Ich habe Schokolade mit deinen Stücken drin. Mhm, okay. Lecker. Daim-Stücken ist aber nicht so lecker. Also, wenn ich Stücke höre, dann denke ich... Das klingt, als hättest du in deiner Schokolade Stücke vom Cedis. Oder ja, von... Oder so... so nee, sag ich jetzt lieber nicht. Hat es etwas mit Exkrementen zu tun? Ja, ähnlich. Ähnlich. Reißt du dich jetzt wegen mir zusammen, oder was? Nee, weil das ein Onkel seine Aufnahme ist. Oh mein Gott! Also das sind bei mir schon weitaus Schlimmeres gewöhnt als... Meine Zuschauer, die haben uns schon viel aushalten. Christian, mein Beileid, liebe Zuschauer. Christian, ja? Setz mal die Steine da fertig drauf aufs Dach. Weil ich sehe schon, du bist wieder nur am Rumfliegen und... Ja, ich habe keinen Bock. Nur am Rumfliegen. Rumfliegen ist doch viel schöner. E-Mode FTV. So, das ist aber schön. Und jetzt für alle Leute, die es hier schon rauf und runter gespielt hat, so ist der Anfang von Minecraft. Man muss natürlich erstmal E-Mode anmachen. Nein, sicherlich nicht. Ja, war geil. Die so. Eine Vogelscheuche, die schwimmt immer noch im Becken rum. Ja, weil es du da versenkt hast. Ja. So, jetzt haben wir erstmal wieder das Grundaccessoire. Fortgeschrittenes Handwerk. Yeah. Ja, ich habe eine Werkbank gebaut. So, das ist aber, wie habe ich jetzt mir das überhaupt gedacht hier? Da muss ich das ja alles hier abbauen. Das muss hier alles abgebaut werden. Abgebaut. Hallo Zombie. Aschebecher. Drogelbecher. Muss abgebaut werden. Cedis Binz hat das Spiel überlassen. Was ist mit dir los? Nein, oh mein Gott. Nein, wo bist du hin? Nein. Wo bist du hin? Ich weiß genau, was er spielt. B.O.K.K.W. Ja. Wieso? Im Moment nicht aber weg. Wir nehmen doch auf. Ja, jetzt haben wir doch schon 3 Folgen. Oh mein Gott, das ist eine Woche. Ich glaube, liebe Zuschauer, ich muss die Folgen irgendwie anders machen. Ich glaube, ich darf nur noch eine in der Woche bringen. Ja, wieso? Wir können ja auch öfter aufnehmen. Oh. Das, Obwohl, du bist jetzt mit deinem Kanal ziemlich beschäftigt. Ich? Ja, du machst so viele Spiele, damit ich gar nicht mit klarkommen. Überhaupt nicht, ich habe zurzeit gar nichts weiter zu tun. Okay. Ich bin auch ziemlich froh, gar nichts weiter zu tun zu haben, weil ich privat ein bisschen Stress habe mit Arbeit und so. Ja, kenne ich. Und dann bin ich immer froh, wenn ich dann abend hier sitze und dann so ein bisschen für mich zocke. Ich fange gerade Mass Effect an, die Reihe. Oh. Zocke ich immer so ein bisschen nebenbei. Das wird mir auch Spaß machen. Ja, ich hab jetzt die ganze Zeit seitdem Rivano halt... Achso, apropos, schöne Grüße an euch, liebe Zuschauer, und natürlich auch an euch, Cedis und Markus kennt ihn, glaube ich, gerade. Ja, ich sage auch mal einfach schöne Grüße vom Rivano an euch, soll ich ausrichten. Und Micha, weiß nicht, ob du ihn auch kennst. Nee, kenn ich nicht. Was ist jetzt eigentlich aus der Geschichte geworden, so mit Video und sowas? Fanden die Zuschauer von Ihnen nicht so toll, oder was? Na, es kam ja wenig Feedback, ne? Es kam ja am Ende geschrieben, macht das Projekt, aber... Die anderen hat sich gar nicht so interessiert, deswegen, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch... Ob man ja, da nee, ich frag bloß. Main Bock hätte ich schon drauf, aber erstens mal was und zweitens mal... Es passt mir halt alles gerade rein, das ist halt das Ding. Aha, okay. Alles aber wie gesagt, wir können ja auch einfach mal... Jetzt haben wir 3 Folgen aufgenommen, wenn die dir ausgehen, dann laberst du mich wieder an, dann nehmen wir wieder auf. Bin da immer dabei. Ja, hast du aber trotzdem einen Timer an, weil ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge jetzt ist. Ja. Prima. 20 Minutes. Oh, 20 Minuten. What? In English? Amazing. Oh yeah. Check this out, because
That's a fucking girl I wanna meet there. What's your problem? Käfer. Käfer. Das war aber jetzt Käfer. Batman. Käfer. Oh, da freue ich mich auch schon auf den Remastered, muss ich sagen. Was? Was für Remastered? Ja, von Batman Arkham. Die Batman Arkham Reihe. Da kommt auch von den ersten beiden Teilen Arkham City und Arkham Asylum Remastered für die PS4. Was? Ja, freue ich mich schon drauf. Ja, doch, was soll man da remastern? Das war doch von der Grafik her schon on the top. Naja, oder? Spiel mal Arkham Knight, also das Neue. Das sieht schon grafisch viel besser aus. Also ich freue mich drauf, weil ich so ein kleiner Fan bin von dieser Reihe. Da freue ich mich auf Battlefield. Übel drauf. Ja, Battlefield. Ich weiß nicht, also mir gefällt das Szenario, mir gefällt das alles, aber es ist halt immer noch Battlefield. Das ist mein Problem. Nein, du meinst, es ist DICE. Nee, es ist immer noch Battlefield, weil ich bin nicht so der Fan von dieser Battlefield-IP. Also von diesem ganzen Kriegsszenario hin und da Riesengebiete und rumfahren und ballern und ich weiß auch nicht. Ist irgendwie, ganz auf ihn schießen. Aber irgendwie ist, ich weiß nicht, also ich freue mich drauf, ich werde es auch ausprobieren und ich werde es auch mir hundertprozentig anschauen, aber ich weiß ganz genau, dass ich irgendwie wieder das mal anzocke und dann irgendwie wieder dann wieder im Regal steht. Ich mache auch immer wieder den. Die Leute sind mehr so auf Medal of Honor. Medal of Honor? Ja, Medal of Honor wäre mal richtig geil. Aber da wiederum bin ich kein Fan von. Das kommt ja nicht mehr, oder? Nee, ich muss das sagen. Ach so, Medal of Honor. Meinst du Call of Duty? Nein, sowohl als Medal of Honor. Aber ich meine eher Medal of Honor, weil das war ja der Konkurrent quasi zu Call of Duty. Zu Battlefield. Nein? Nee, warte mal. Call of Duty ist der Konkurrent. Also. Alles gut. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, wie kann man die beiden Spiele miteinander vergleichen? Weil ich beide nicht mag. Weil. Also Medal of Honor war damals atemberaubend geil, aber das aktuelle ist einfach nur Schrott. Ach, es gibt eine aktuelles. Ach so, das du meinst. Ach, das aktuelle ist doch auch schon Jahre alt. Ich glaube, du hast hier gerade irgendwas gesprochen. Das ist ja das aktuelle, muss man immer noch sagen. Das ist Warfighter. Also ich muss sagen, Call of Duty und Metal Gear wollte ich jetzt schon sagen. Medal of Honor hat sich nicht viel genommen voneinander, war eine geile Story. Modern Warfare hat mir noch gefallen und dann ging das alles. Oh. Also die Black Ops war auch noch geil von Call of Duty. Die Story dahinter. Aber dann jetzt dieses ganze, der ganze Mist oder das neue Call of Duty oder so. Ach nee. Oh. Man muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen. Dann spielen wir lieber eine Runde Civilization 2. Ach, das ist auch Mist. Oder halt hier Dingens. Battlefield ist halt, wie gesagt, es macht Spaß. Ich finde es ein episches Spiel, Battlefield. Aber mich hält es halt nicht lang. Das ist das Problem. Ich hab einen Fehler gemacht. Ja, mei. Und weil ich gerade. Halt, und da muss ich auch wieder zugeben, ich bin ja gerade. Ich spiele zwar gerne mal einen Shooter online oder so. Aber weil ich das so wenig spiele, bin ich dann schon. Tendiere ich mehr zu Call of Duty, weil da kann man auch mal so ein bisschen nebenbei mal zocken. Und kann man sich da ein bisschen rumballern, kann wieder rausgehen und kann das Monat nicht zocken, gehst wieder rein. Bei Battlefield ist halt, da musst du halt dranbleiben, dass du weißt, wo die Ecken sind und da weißt dass du... Deswegen, Battlefield ist nicht so... Da brauchst du auch irgendwie ein Team, Battlefield. Aber ich werde es mir trotzdem holen, weiß ich schon jetzt. Ich habe mir die ganzen Battlefields auch geholt, aber habe es nie lang gezockt. Oh ja, ich guck mal, wie das läuft, das Spiel. Ja, gut, okay, dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier mal den Part. Habt ihr auch mal ein interessantes Gespräch? Was? Ja, könnt ihr auch mal machen. Was habe ich denn hier eigentlich für Zuschauer? Call of Duty, Battlefield, ist es euch wurscht? Spielt ihr beides? Oder? Könnt ihr auch mal in den Kommentaren posten. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Part. Tschüss! Ja. Tschüss! Jo.